dann haben wir jetzt hier nochmal einen China-Böller, Kiste. Ja, China-Böller, wieder Big Booster, also wieder ein bunter Mix von allen mit Thunder Kongs. So, der Kasten leert sich langsam schon. So, dann haben wir hier einmal die Aquila von Vigo, beziehungsweise die Aldi-Variante Poison. Einmal, zweimal und da unten sehe ich noch eine dritte. Machen wir aber erstmal das hier. Boah, schwer. China Böller D von Keller. Was ist drin? Ach, guck an, wieder eine lustige Matte. Hier sind wirklich noch China Böller D von Keller. Und wieder andere China Böller von Leslie und so weiter. Bunter Mix. Noch eine Poison. Und noch eine Kiste. Mensch, so viele Kisten in der Kiste. Booster D, so sieht er mal, so sieht der Schinken aus. Und drinnen sind wieder diverse Böller. Also das war, was ich schon dreimal gesehen haben. So, die eine Kiste ist jetzt leer. Ich muss erstmal ein bisschen aufräumen. Oh Gott, ist doch ganz schön viel schon wieder geworden. Und wir schauen uns gleich noch die zweite Kiste an. Bis dann. So, mit O. Das ist jetzt der ganze Müll aus der ersten Kiste. Ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, dass ich hier die ganzen angefangenen Schinken, wo jeweils mal diverse Böller drin sind, nicht alle rausgekramt habe. Das wäre mir zu viel Arbeit. Wir widmen uns nun noch der letzten und größten Kiste. Sixpack. Sixpack ist immer gut. Das Sixpack von Vigo. Hier mit der Bloody Mary, zweimal Decathlon drin, die Boxer, Maniac und noch einmal die Bloody Mary alias Guave. Das haben wir dann noch einmal da. Zwei Sixpacks. Oh, hier mal zur Abwechslung. Diablo JR8 Raketen, keine JR4. Falls ihr noch mal sehen wollt, wie der Größenunterschied ist, das sind die JR4 oben und die anderen die JR8. Dann haben wir eine Jorge Casupaya aus der Big Bang Reihe. Mal kurz mal scharf stellen, so. JR2, aha. Also wie ihr seht, noch mal ein kleines Stück kleiner als die JR4, sind aber eigentlich gleich gut. Eine Out of Control von Nico, die müsste glaube ich in echt die Rhino sein. Auch eine ganz schöne Batterie. Dann Midnight Burner, beziehungsweise ihr kennt sie eher als Alligator. Das ist die Norma-Variante, schon ein bisschen älter. Thunder Kongs. Eine Tanz der Vampire von Vigo. Die gibt es ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr so wirklich zu kaufen, leider. Ich greife jetzt hier einfach mal rein und hole mal das raus. Da sind hier viele Anzündstäbchen, Anzündhilfen. Packen wir mal hier hin. Eine Lager von Pyroart. Ups. Gerade hattet ihr noch eine Kiste gesehen, wo an der Seite ein Böller drauf stand und welche Überraschung, hier sind Böller drin. Wieder ein bunter Mix. Hier steht nämlich auch bunter Testmix, das heißt, hier habe ich mir mal einen Karton alle Sorten, die ich hatte, die ich letztes Jahr in mein Testvideo verwendet habe, mit reingepackt. Ich werde das jetzt nicht auspacken, packe das jetzt wieder alles schön hier rein,
Später, wenn dann das ganze Feuerwerk aufgebaut ist, müsst ihr euch einfach nur vorstellen, dass in jeder großen Kiste, wo jetzt nichts Besonderes zu sehen ist, einfach nur Böller drin sind, alles Mögliche. So, machen wir den Humpen hier wieder zu. Und wir sehen jetzt hier noch eine ganze Menge. Ja, mein Lieblingsstück, mein Schätzchen. Eine alte Steamhammer von Nico, die jetzt auch schon, oder beziehungsweise die Leute, die jetzt meine Videos schon länger gucken, schon ein paar Mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt demnächst mal entzünden werde. Vielleicht zu einem bestimmten Abo-Special, ansonsten ist sie mir zu schade dafür. Dann ein paar Lampe Aladinas von Jorge. Insgesamt 4 oder 5 Stück sehe ich da. Mann, ist das hier anstrengend, alles. Ja, 4 Lampe Aladinas waren's. Dann nochmal ein paar Space Twisters. Ihr könnt da sogar den Preis sehen, von 0,10, 3,10 Euro. Ich glaube, die waren aber mit ohne Zerleger. Ein Jorge Goldvulkan. Ein Panda Lucifer Vulkan. Gucken wir uns kurz nochmal an, wer ist größer. Na, beide sind gleich groß, aber der Jorge Vulkan ist ein bisschen besser. Und noch eine Weco Sky Battle bzw. Decathlon. So langsam kriege ich jetzt auch schon Rückenschmerzen. Noch eine Thunder Rain von Jorge. Jorge Missiles, 16 Schuss Batterie. Die meisten davon habe ich eigentlich schon mal alle hochgeladen auf meinen Kanal. Jetzt noch mal eine richtige Alligator. Nochmal 4 weitere Poisons bzw. Aquillas. Die packe ich gleich alleine aus. Und dann haben wir hier noch 2 Artikel. Noch eine Cassiopeia. Und eine kleine Uranus-Batterie. So, das packe ich jetzt gleich nochmal alleine aus. Hier könnt ihr kurz gucken. Der ganze Haufen, der wird gleich nochmal schick gemacht zum Filmen. Und dann könnt ihr nochmal alles in Ruhe anschauen.